Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Airport CEO in der Beta 8.1.2. So, Leute, was habe ich gemacht in der Zwischenzeit seit der letzten Folge? Eigentlich nicht viel. Ich habe es einfach ein bisschen weiterlaufen lassen. Warum? Weil wir immer noch im Tutorial sind und ja, wir sind hier so bei 700.000 rumgekrebst und ich habe das jetzt einfach mal weiterlaufen lassen, sodass wir jetzt schon mal bei über einer Million angekommen sind. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir hier in unserer Planung weiter voranschreiten. Ich habe nämlich Folgendes vor. Zum einen werde ich diese beiden Felder hier freischalten. Warum diese beiden? Weil wir eine große Landebahn brauchen. Die kostet 750.000 oder 1 Million. So, und jetzt sehen wir schon mal, dass die wirklich groß ist. Und das bedeutet, wir brauchen Platz. Jetzt können wir mal ganz kurz die Perspektive ein bisschen drehen und sehen hier rechts in dem Bereich unser Terminal. Und ja, vielleicht mache ich es auch einfach so. Ich kaufe einfach nur dieses Feld hier, reiße hier vorne ein bisschen was ab und baue die Start- und Landebahn dann hier hin. Ja, da müssen wir aber gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, ohne uns hier selber im Weg zu stehen. So, jetzt sind wir wieder in der richtigen Perspektive. Nein, sind wir noch nicht. Jetzt sind wir in der richtigen Perspektive. Ja, also, dazu würde ich sagen, ja, jetzt kann man das hier natürlich wieder nicht so abreißen, wie ich das gerne hätte, ne? Probieren wir es mal aus. Aber diese geplanten Dinger hier, ach doch, guck. Das funktioniert doch so, wie ich das möchte. Okay. Dann machen wir die jetzt hier erstmal weg, die Planung, die Grundlagen. Und ja, setzen mal hier fort. Ja, theoretisch wird das hier das Terminal werden, aber jetzt gehen wir mal in den Planungsmodus, der sich hier vorne befindet, und wählen beim Flugzeug ein neues Rollfeldfundament aus, und zwar Beton, weil wir hier vorne natürlich Platz brauchen, ne? So, wenn wir jetzt hier direkt lang rollern, ja, so, da haben wir 5, 6 Felder haben wir jetzt, okay. Gehen wir mal auf 5, machen wir mal 7, weil gegebenenfalls größere Flugzeuge kommen. So, die haben wir. Dann müssten wir das hier abreißen. Und deswegen bauen wir jetzt erstmal den Spaß hier. Jo. Würde ich sagen, als ersten Punkt. Das heißt, wir schalten um in den Baumodus und geben schon mal allein 100.000 Euro für dieses kleine Stück Rollfeld aus. Was brauchen wir dafür? Natürlich wieder unsere Arbeiter. Derzeit haben wir 20 vor Ort. Das ist ein bisschen wenig. Und deswegen holen wir jetzt einfach nochmal, ach komm, was soll's, Maximum dazu, damit die Jungs hier vorne auch was zu tun haben. Ja? So, da kommen sie nämlich schon. Bauarbeiter mit Bussen, die hier vorne rausgeschmissen werden. Und da kommt der LKW mit unseren Baumaterialien. Ah, na siehst du, die müssen jetzt hier einmal außen rumfahren, weil wir hier natürlich eine Einbahnstraße gebaut haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und damit es schneller geht, schieben wir die Bauarbeiter hier durch. Im Übrigen habe ich festgestellt, hier unten ist ja noch so ein kleines orangenes Symbol für die aktuelle Sicherheitsbewertung, dass wir halt leider, trotz dass wir hier so coole Scanner hingebaut haben, oftmals falsch liegen damit und dass es hier eine bestimmte Abfolge gibt, die dafür sorgt, dass man ja besser bewertet wird. Das heißt, wenn ich aus dem Scanner 1 im Scanner 2 Dinge habe und die dann aus Versehen hier hinten geschreddert werden, dann ist das nicht so gut. Oder andersrum, wenn der Scanner 1 etwas nicht gefunden hat, dann geht das wieder runter. Und dann muss man hier hinten vielleicht mal schauen, ob man das nicht noch irgendwie anders hinkriegt. Ja, wir sehen hier vorne auch im Terminal echt lange Schlangen.
Boah, Personal ist eigentlich soweit in Ordnung. Muss man dann, wenn hier mehr Flüge kommen, mit größeren Flugzeugen doch ein wenig ja, anpassen. So, da haben wir genau den Moment erwischt, wo sie hier landen. Das ist auch gut. Und jetzt gucken wir mal bei Stand 16. Stand 16, wo ist der? Ist das der hier? Ne, ist 14. Hier ist 16. Was fehlt denn da? Also, irgendwas hat lange gedauert. Jetzt müssen sie noch boarden. Und Stand 16 befindet sich hier vorne. Stunde Verzögerung. Ja, kriegen wir noch hin. Sagen wir mal ja. Ist ja im Zweifel auch nur noch das Boarding, was hier dann losgehen sollte. Ja, und dann müssen die Gäste ja eigentlich nur noch kommen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir haben ja hier noch diese Heatmap. Heatmap Passagiere. Die haben wir hier. Und wenn wir hier mal drauf drücken, sehen wir die. Nee, sehen wir nicht. Die dazugehören. Irgendwo konnte man das doch sehen, oder? Analyse und Prüfung. Nee, nee, nee. Ja, das machen wir dann mal, wenn es wieder soweit ist. Wie dem auch sei, die müssten jetzt langsam mit dem Boarding beginnen. Sind ja nur 9, obwohl das 17 ist. Und hier sind, ach genau, siehst du, hier sind jetzt 24 von 28 eingestiegen. Da kommen die letzten. Da sind sie drin. Und jetzt kommt der Pushback. Da können wir nochmal zugucken, während unsere Bauarbeiter letztendlich dafür sorgen, dass das neue Rollfeld, das Taxiway, der Taxiway, wie auch immer, gebaut wird. So, liebe Zoom-Maschine. Zoom erinnert mich irgendwie immer an, also seitdem Corona hier so präsent ist an diesen diese Software für VTCs. Ja, damit haben die Macher hier bestimmt auch nicht gerechnet, dass Zoom so einen durchschlagenden Erfolg haben wird. Gut, so, dann gehen wir hier hin und machen noch einmal den Rollpfad, den wir hier durchziehen. Zack, zack, und der Rest hier, der wird dann gebaut. Jetzt warten wir noch drauf, dass die letzten Bauarbeiter kommen und das hier erledigen für uns. Ja, und dann sind wir hoffentlich gleich so weit, dass wir wieder sagen können, kaufen, kaufen, kaufen. Dieses Feld hier wird das nächste sein. Dann reißen wir den Spaß ab und werden dann sehen, dass wir mit dem Kredit, den wir dann aufnehmen können, ich glaube, das sind derzeit so 1,3 Millionen oder so, oder 1,368 Millionen, dass wir dann 5.000 pro Stunde, dass wir dann hier das Rollfeld noch bauen können. Was ich vermeiden möchte, ist, dass wir wieder ins Negative abrutschen und ich hier ja, zu meinem kleinen Trick greifen muss. Das heißt, einfach länger durchlaufen lassen und so lange warten, bis der Kredit sich abbezahlt. Aber wir wollen ja parallel weiterbauen. Ne? Ja, Enteisen ist noch nicht. Ist aber auch eine der Geschichten, die man dann mal machen kann. Ja. Und die Betondinger, die kosten halt einfach weniger im Unterhalt. Ne? Aber ist wieder Infrastruktur und diese Infrastruktur, die kostet uns im Betrieb natürlich einfach Geld. Siehst du, da ist er abgebogen. Das ist in Ordnung. Jetzt reißen wir den Spaß hier ab. Theoretisch könnten die das jetzt nutzen, so als Umlaufgeschichte. Machen wir aber nicht. So, da kommt die Bauarbeiterschlange wieder. Die Karawane zieht weiter, ne? Ja, und auch hier muss man mal gucken, ob wir den dann den großen hier hinpacken, aber why not, ne? Oder ob wir den dann hier unten irgendwo hinziehen. Oh, die sind da ja auch nicht ganz glücklich. Na guck,
Hier wird recycelt und da kriegen wir pro Feld nochmal 300 € zurück. Und das sieht man jetzt hier unten rechts. Also der Abriss von den Fundamenten da bringt uns doch ein bisschen Geld ein, sodass wir wieder ein bisschen im Plus sind. Ja, was soll ich sagen? Das wird sich jetzt wiederum ändern, indem wir dieses Ding hier kaufen für 750.000. Zack! Und da haben wir jetzt den Stundenverlust von über 700.000. Ja, und hier hilft wieder alles nichts. Hier müssen wir jetzt den Zaun erstmal wieder drumherum bauen. Wo haben wir ihn? Da hinten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass er auch richtig rum ist. Genau. Siehst du, können auch so bauen. Ja, da war wieder der falsche Knopf. Okay, und da können wir nicht, weil das angrenzend an das andere Feld ist. Ja, soll so sein. Wie es ist. Also, ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, ne? Diese Füchse hier, die sehen ja aus wie, also im Vergleich zu den Flugzeugen. Gut, jetzt ist hier gerade kein Flugzeug nebenan, aber das sind schon ganz schöne Kälber, die da rumlaufen, ne? Okay, wenn es mal ruckelt zwischendurch, dann liegt das daran, dass gespeichert wird. Wollen ja nicht, dass das Ding hier noch abstürzt und wir nochmal von vorne anfangen müssen. Ja, gegebenenfalls müssen wir nochmal gucken, ob wir den Stand hier, dieses De-Icing-Fläche auch noch abreißen müssen, weil hier ja diese Bahn noch hin muss und wir müssen ja auch noch die Chance haben, ja, da irgendwie hinzukommen, ne? Also mit unserem Flugzeug. Also wir brauchen ja noch Rollwege für An- und Abfahrt. Jo, da hat er aber recht spät sein Landelicht angemacht, ne? Wenn das erst kurz hier vor der Landebefeuerung anmacht, dann ist das natürlich ein bisschen spät, ne? Kann man hier eigentlich noch was machen? Convert Runway Ramps. Convert to what? Ja. Egal. So, also wir stellen fest, es wird größer, der Platz wird enger und irgendwo hier vorne hört es dann auch auf, ne, ist die Karte vorbei und zu Ende. Aber vielleicht schaffen wir es ja, jetzt langsam mal in die richtige Richtung hier zu kommen. Oh, Flugzeugstau. Und sagen unsere Bauarbeiter. Also solange wir die brauchen, um den scheiß Zaun zu bauen, hier sind wir gleich bei den Einnahmen wieder bei 1 Million. Was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Na, so, jetzt haben wir hier unsere Kühe ein bisschen gestapelt. Bauen wir hier mal noch ein Tor rein, dass die vielleicht auch besser da durchkommen, unsere Bauarbeiter. Ja, und gucken wir nochmal hier rein. Dashboard, was heißt es denn? Tag 10, Jahr 5. Gesamtabfertigung 3016. Hier haben wir Einnahmen, die gehen wieder nach oben. Das freut mich. Aber auf 2 Stunden. Ja, gut. Da haben wir die Dings gekauft. Das neue Gelände. E-Mails bitte alle löschen, wenn es geht. Jo, scheint nicht zu funktionieren. Dann räumen wir einfach mal auf. Aber wer schnell klicken kann, der ist auch schneller fertig. Was wir tatsächlich schon lange nicht mehr hatten, waren irgendwelche Zwischenfälle. Na, sind wir hier so gut, dass wir keine Zwischenfälle mehr haben? Kann ich mir nicht vorstellen.
So, was haben wir hier? Da sind wir auch noch gut. Hier hinten Fahrzeuge. Ja, passt alles. Gepäck ist entweder zu teuer oder ja, weiß man nicht, warum die hier so wenig Gepäck verladen. Passagiere 1311. Ja, und da sind wir mal gespannt, wie es dann weitergeht. So, er hat was. Ja, okay. Kein Check-in. Die Jungs brauchen noch ein bisschen, um hier den Zaun fertig zu machen. Das ist natürlich auch ein großes Areal. Das darf man auch nicht, nicht unterschätzen. Was haben wir hier? Ein Stand, der gerne repariert werden möchte. Na, und auch hier können wir mal dazu übergehen und tatsächlich anfangen, das Ganze in Beton umzuwandeln. Kostet natürlich 25.000 direkt extra. Aber sieht natürlich auch schon so ein bisschen aus wie an den großen Flughäfen. Oh, ich meine, in Frankfurt ist ja auch fast alles, oder nee, da ist, glaube ich, alles Beton. Zumindest wenn ich an den Flugsimulator denke, ist da alles aus Beton und nicht aus Asphalt. Na, in Köln-Bonn ist das, glaube ich, auch so. Ja. Wird schon seinen Grund haben, ne? Okay, also, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Geld ausgegeben, knappe 200.000, aber die hier umgebaut haben, ja, 100.000, 150, 175.000, okay. Aber im Unterhalt kostet es dann auch weniger, das ist in Ordnung. Ja, wie weit seid ihr? Läuft immer noch hier, ne? Zwischenzeitlich fehlen hier aber auch noch ein paar. Ja, dauert noch ein bisschen. Dann müssen wir den Spaß hier noch abreißen. Und dann können wir tatsächlich anfangen, hier unsere große Runway zu planen, zumindest zuerst einmal. Und dann müssen wir gucken, ob wir hier noch was umbauen müssen. Also, ist gar nicht so einfach. Oh, gut, einfacher wäre es jetzt gewesen, wenn ich das hier noch dazu gekauft hätte. Was ich eigentlich auch immer noch machen kann, dann haben wir zumindest alle in die gleiche Richtung. Aber können wir ja nochmal gucken, wie das Ding ausschaut. So, jetzt aber. Ja. Theoretisch würde man ja jetzt dann hier das Terminal weitermachen wollen, ne? Ja, gucken wir gleich mal. So, ich muss jetzt noch einmal drehen, damit ich das hier nochmal ein bisschen beobachten kann. Aber hier vorne ran geht das natürlich auch. Das ist schon mal gut. Ja, und dann werden die. Ja, werden die Richtung landen, wenn das dann auch so klappt. Dann haben die das nicht so weit, bis sie dann beim Stand sind. Haben sie aber ein bisschen weiter, bis sie letztendlich abfliegen können. Aber auch das ist in Frankfurt ja so lange, lange Rollwege. Na, also wer mit seinem Flight Simulator, egal ob X-Plane oder Microsoft Flight Simulator, mal in Frankfurt rollt und dann von der, was ist das, die. Oh, komme ich gerade gar nicht drauf. Nicht die 7er, sondern die. Oh, weiß ich gar nicht, welche das sind. Die eine Querbahn, die es da noch gibt. Wenn man von da aus startet, da ist man doch ein ganz schönes Stück unterwegs, ne? So, Kinder, wie schaut's aus? Jetzt wäre eigentlich hier mal Zeit zum Enteisen. Aber diesen Service bieten wir ja noch nicht an. Jetzt gucken wir auch noch mal in unseren. Ja, jetzt sieht es doch langsam wieder gut aus, ne? Hier haben wir jetzt eine ganze Menge drin. Wir haben 47 von 75 Flügen jetzt verplant.
Und ja, da werden wir bestimmt auch irgendwann hier an unsere Kapazitätsgrenze kommen, sodass man dann wieder wirklich ein weiteres Terminal braucht. Na, also ich sag mal, wenn man hier 5 pro Seite hinpackt, dann ist das schon in Ordnung. Wenn man dann so weiterbaut, dann hat man hier vorne natürlich auch mehr Platz, um Check-in-Schalter zu machen und verschiedene Terminalbereiche. Und ja, ich glaube, hier kann man sich schon austoben mit dem Ding und ein bisschen ja, seinen Planungswillen freien Lauf lassen. Jetzt muss ich mal gucken. Wir sind noch nicht im Plus. Warum sind wir noch nicht im Plus? Na, hier. Ja. Jetzt sind wir im Plus. Aber nicht mehr viel tatsächlich. Haben wir so große Ausgaben? Ja, jetzt kommen wir doch deutlicher ans Plus. Abgehoben, gelandet. 2100, 700, 700. Ja, was ist hier mit den... Doch, da ist eigentlich... Ja, hier ist noch ein bisschen Platz. Wollen wir mal gucken. Die sind noch nicht ganz so zufrieden. Oh, Forest Air. Whatever. Ihr macht das schon. Und die automatische Flugplanung ist da. Auf Forest Air kann man noch mal reingucken. Warum macht ihr hier nichts? Oder sind das mittlere Flügel? Ja, der passt nirgendwo hin. Ist auch egal. So, die machen das schon. Dafür habe ich ja Menschen, die ich dafür bezahle. Ne? Okay, das Ding dürfte jetzt endlich mal fertig sein. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo wir sagen, wir reißen das hier ab. Ziehen mal hier rüber. Und dann dürfte die Karawane wieder losziehen. Jawohl, da kommt sie. Alle schön am Sicherheitsbereich vorbei, sozusagen. Warum sollte man die auch checken? Also das wäre dann noch ein bisschen realistischer, wenn die auch durch dürften, ne? Und Personal darf da ja auch durch. So, was ist mit euch? Für euch haben wir einfach zu wenig Platz, wie ich das sehe. Können wir euch ja eigentlich noch mal ein neues Büro hier hinsetzen, ne? Personal, wo haben wir euch? Da, Personalbereich, nein, Personalraum. Bauen wir das Ding doch mal hier. Bauen wir mal ein bisschen Bürofläche. Und hier bauen wir noch mal ein bisschen Bürofläche. Und hier bauen wir noch mal ein bisschen Bürofläche. So, dann gibt es dazu natürlich auch noch Wände. Und dazu gibt es Türen. Ja, da können wir auch so eine Tür reinbauen. Und hier ist so eine. Da wissen die auch, dass sie willkommen sind. So, und für unser Personal selber, hier werden wir noch ein paar Schreibtische reinstellen. Nö, machen wir das mal hier. Ja, gut, das habe ich jetzt natürlich nicht abgemessen. Aber auch das ist wiederum nicht schlimm. So, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch können wir hier noch eine Reihe hinbauen. So, jetzt kommen wir noch mal zu ein paar tollen Sofas, die wir hier in der Ecke bauen. Da. Und damit ihr euch auch unterhalten könnt, packen wir das hier einfach mal gegenüber. Da kommt eins hin. So, und damit ihr auch noch was bekommt, gucken wir noch mal rein. Hier gibt es Getränke zu einem fairen Preis von plus 6% oder so. Genau. Ja, und hier können wir ja auch noch ein paar von den Sofas, Couch-Bereichen, wie auch immer, reinbauen.
Kaffee. Ah, okay, das kommt alles dazu. Gucken wir mal. Aber wir bleiben erstmal beim Sofa. Ah, siehst du, da denken die Bauarbeiter doch gleich, sie dürfen damit rein. Warum auch nicht, ne? Arbeiten ja auch hart für uns. Nichtsdestotrotz, liebe Bauarbeiter, werdet ihr euch wohl oder übel einen neuen Platz suchen müssen. So, baue ich euch lieber Haus. So. Egal. So. Das heißt, das hier machen wir tatsächlich. Bauarbeiter dürfen nicht rein. So. Ah, okay. Ihr dürft da auch drin chillen. So. Dann haben wir hier den Bereich, wo... Na. Ich bin doch eigentlich... Hier mal einen leeren... Ach, geh weg. Einen leeren Bereich abgreifen, wo ich mal hinklicken kann. Da. Jetzt haben wir das doch. Bauarbeiter dürfen da nicht rein. Rest darf da rein. So, sorry Jungs. Da dürft ihr auch nicht rein. Hier dürfen Administratoren und der Vorstand rein. So, Kinder, so machen wir das nämlich. Und da das ein Personalraum ist, darf da natürlich auch kein anderer rein. Guck, so viele Menschen saßen hier, ohne dass sie einen Arbeitsplatz hatten. So, und da steht immer noch einer oben. Ne, ist ein Sicherheitsbeamter. Der darf das. Gut, also hier unten haben wir doch jetzt abgerissen und ja, dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Folge weiter mit der tatsächlichen Planung von unserer neuen Landebahn und dann den zugehörigen Runways, nein, wie heißt der, Taxiways, von hier nach da, sodass wir dann hier endlich unseren großen Stand haben können. Also, bis dahin, bleibt gesund, lasst mir wie immer gerne eure Kommentare, Gedanken, Daumen nach oben, Abos und alles, was den Kanal hier voranbringt, da. Ich freue mich drauf und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.